Lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel. Hallo und herzlich willkommen bei Bewusst Kochen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen nämlich heute einen leckeren Cashew-Himbeer-Joghurt, gemeinsam natürlich wieder mit David und auch ein Gesicht, was ihr schon kennen dürftet, der genau. Daniel ist wieder bei uns. Ja. Und ja, wir hatten ja schon mal ein tolles Interview zum Thema Fermentieren gemacht. Genau. Du hast uns auch schon mal gezeigt, wie man so einen Cashew-Quark fermentiert. Und das kommt sehr, sehr gut an, weil natürlich Fermentationsprodukte gerade super beliebt sind. Richtig. Warum eigentlich? Gute Frage. Und zwar geht es darum, sein Immunsystem zu stärken. Und wenn wir uns jetzt mal den Darm anschauen, wissen wir, dass wir festgestellt haben, 80% unseres Immunsystems ist im Darm lokalisiert und wird durch sogenannte probiotische Bakterien aktiviert. Das heißt, wenn wir fermentierte Produkte zu uns nehmen, wie eingelegte Sachen, was Diana hier toll gemacht hat, wie fermentierte Cashews, Quarks oder sonstiges, dann stärken wir unser Immunsystem, kräftigen uns und bekommen wieder mehr Lebensenergie. Genau, so sieht's aus. Daniel, was hast du denn heute mit uns vor? Was also hast du dir denn dabei heute gedacht? Einen sehr guten Joghurt, ja. Und auch für Kinder oder generell für Joghurts, ja, die, wenn man die industriell einkauft, ja, die sind sehr schwer. Ja, also wenn man mal wirklich vergleicht zu wirklich selbstgemachten fermentierten Joghurt, ja, und eigentlich auch einen gekauften Joghurt, der angeblich auch fermentiert ist, was aber eigentlich auch nicht der Fall ist, ja, merkt man dann gleich die Leichtigkeit, den Unterschied, ja, aber auch wirklich die Stabilität im Darm, ja, also da gibt's keinen Durcheinander, sondern wirklich stabil ist, ja, und man auch wirklich fit ist, ja, und dann machen wir heute wirklich einen Joghurt, ja, man sieht eigentlich schon hier, ja, das ist schon ein fertiger Joghurt und heute bereiten wir den auch wirklich vor, dass ihr den auch zu Hause einfach easy machen könnt. Was ist denn der erste Schritt? Wie fangen wir an? Ich habe gesehen, du hast schon Cashews eingelegt. Genau, das wäre auf alle Fälle wichtig, ja, sowieso auch Nüsse einzuweichen, ja, um die Antinährstoffe loszuwerden, weil das ist immer noch der Schutz von den Kernen, Nüssen, ja. Das wie lange sollte man die einweichen? 24 Stunden auf alle Fälle, man kann aber auch 2 Tage Cashews, auch 2 Tage, dass die wirklich sehr, sehr schleimfrei sind, ja. Sehr schön. Und tue ich dann die, sag ich mal, die Vitamine, die da drin sind, nicht mit rausspülen? Nee, die bleiben eigentlich und vor allem auch durch die Fermentation kommen dann nochmal Nährstoffe extra nochmal dazu, dass wir die sehr leicht aufnehmen können. Ganz genau. Das heißt jetzt abgießen? Jetzt können wir die abgießen, gut. Ja, dann können wir die auch gleich verarbeiten. Und brauchst wir du ein Sieb? Ich mache das so, ich glaube, das geht okay, so. Okay, alles klar. Aber verstopft mir nicht den Ausfluss. Ja, also wenn die dann wirklich entschleimen, ja, also wirklich bei 48 Stunden, dann entschleimen sie wirklich extrem. Ja, das kommt aber auch immer wieder drauf an. Also ich merke immer wieder einen Unterschied von also Cashews zu Cashews. Ja, manche entschleimen schon so nach 12 Stunden wie nach 24 Stunden. Ja, manche brauchen wirklich wieder 2 Tage. Ja, es kommt echt immer drauf an, ja, wie sie sich, glaube ich, auch so, wo die herkommen oder je nachdem, ja. Ganz genau. Wenn man diesen Schleim nicht rausholt, dann ist in dem Schleim sowas wie sogenannte Fraßschutzstoffe, die die Nuss schützen über den Winter. Oxalsäure, Fasin und sonstige Bestandteile, die dann leicht entzündungsfördernd wirken oder die Nährstoffaufnahme blockieren. Das heißt, dieser Schleim ist dann nicht so gesund. Es gibt auch gesunde Schleimstoffe in Wildkräutern, aber die Schleime blockieren eher das Darmmikrobiom. Warum wählt ihr jetzt Cashewkerne? Weil Cashewkerne haben ja 6-mal mehr Omega-6 als Omega-3. Ja, ich sage mal, in der Fermentation spielt das jetzt ein wenig Rolle. Ja, okay. Also man braucht jetzt nicht so schauen, okay, das hat jetzt Omega-3, das hat jetzt Omega-6. Ja, in der Fermentation brauche ich ja auch die Säure und das Mikrobiom. Ja, und da stellt sich eigentlich so schon drauf ein und hat eigentlich nur mehr das Mikrobiom selbst. Ja, und da brauche ich nicht mehr so auf die Fette schauen. Ja, sondern da habe ich die Antioxidantien. Ja, da schaue ich mir auf die Mineralien, da schaue ich mir auf die Vitamine und vor allem auf die Enzymtätigkeit. Ja. Und die Fette werden nämlich bei der Fermentation auch umgeformt, das heißt aufgeschlüsselt, verarbeitet etc. Aber natürlich hast du recht, die Cashew hat deutlich mehr Omega-6 und deswegen haben wir auch eine Variante mit Macadamia, die ein 1:1-Verhältnis hat. Also wer möchte, kann auch Macadamia-Nuss verwenden. Ist sicherlich genauso lecker. Richtig. Genau. Und ein bisschen teurer. Ja, das ist leider ein Nachteil. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt für die Cashews entschieden. Genau, die haben ja auch schon, auch wenn man den auch in Quark macht, hat es schon so einen eher käsigen Geschmack auch. Und deswegen wird die Cashew sehr beliebt eingesetzt eben zur Fermentation. Ist auch sehr leicht zu fermentieren. Und für die Joghurts genauso auch, hat sie eine Stabilität. Wenn man anderen Kernen jetzt nehmen würde, dann würde es da schon eher den Geschmack auch irgendwo ja, nicht so angenehm sein. Ja. Okay, dann fangen wir erstmal an.
Ich würde da die Hälfte nehmen, schon 200 Gramm. Ah, okay, sollen wir abwägen? Ja. Ja, damit wir da auch die Mengenangaben haben. Wir hatten auch mal eine Waage. Ja, haben wir hier. Ah ja, genau. Dann nehmen wir einmal die Waage hin. Ja, die kannst du schon drauf tun, genau. Mhm. Super. So, 201. So genau, das ist okay. Ja, doch, da bin ich. Da bin ich immer sehr genau. Ja. Ich hätte jetzt diesen einen auch noch rausgenommen. Das habe ich jetzt nicht getraut. So, dann gebe ich da nach rein. Datteln brauche ich jetzt noch. Datteln. Und dann noch Datteln. Wasser. Habe ich einmal hier. Ah, genau. Datteln, Wasser. Ich mixe die immer auch sehr lange vor, damit wir die Zellwände auch wirklich sehr gut aufbrechen. Ja, also da kann man ruhig auch länger mixen als wie eigentlich ein Smoothie. Ja, mhm. Beim Smoothie da. Wie viel Gramm von den Datteln ungefähr? Ich gebe da eine Hand rein, das wäre jetzt dann. Genau, können wir abwiegen schnell. Ja, was eine Hand jetzt noch so ist. Je nachdem kann man dann abschmecken, ob man mehr Süße Moment, haben möchte. Moment. Ja. So. Also genau. 50 Gramm. Ja, da geht schon noch mehr. Ja. Ja, das ach, ist noch mehr? Okay. Die sind auch gestückelt. Ja. Die sind jetzt, da kann man schon 100 Gramm mal reingeben. 100 Gramm. 100 ja. Gramm, okay. Okay. So, ich nehme auch noch rein. So, also 100 noch Gramm Wasser. Datteln. Mhm. Wasser, wie viel Milliliter? Da gebe ich jetzt noch mal dazu 200 bis 300. Die Anzeige. Da musst du ein bisschen mehr, weil sonst ja, so ist es, weil die Sachen drin liegen. Genau. Also eher 300? Ja. Und dann beim Mixen soll ich dann nochmal, weil ich mache ja eigentlich sehr weit mehr, als wie nur jetzt für eine Person oder ja, einen Menschen soll ich jetzt und die machen. Beeren kommen danach rein? Die Beeren kommen danach rein, okay. Ja, weil die würden ja wieder zu sehr oxidieren. Ja, ja. Das möchte ich ja auch nicht, ja. Das ist jetzt okay, der richtige. Dann schmeiß mal an. Ganz genau. So, jetzt haben wir mal dann eine Minute gemixt. Dann schauen wir mal da rein. Sieht schon mal sehr gut aus. Mhm. Ja. Das riecht auf alle Fälle gut. Ja. Ist natürlich auch ordentlich warm. Genau, sehr schön. Jetzt kommen dann nur noch die Beeren rein. Mhm. Ja, das sind jetzt dann, glaube ich, auch 200 oder was gewesen. Ne? 150, glaube ich sogar. So, und dann mixe ich jetzt noch mal kurz durch. Oh ja, das genau. sieht sehr gut aus. Das hat eine schöne Farbe. Richtig. So schnell kann das gehen. Ihr seht, uns geht es darum, die Milchprodukte zu ersetzen. Erst die Hafermilch ersetzt durch jetzt noch eine bessere Milch, obwohl wir schon von der Kuhmilch weg waren. Jetzt den Joghurt, den wir kennen, es gibt ja auch Kokosjoghurt, Mandeljoghurt, ist aber auch ähnlich wie der Hafermilch. Da sind viele Substanzen drin, die nicht gerade gesundheitsfördernd sind. Und daher ist es auch besser, da die Verantwortung für die Selbstherstellung zu übernehmen. Und da ihr seht, wie einfach es geht, geht es auch einfach mal für die Familie es am Wochenende herzustellen oder einem vorzubereiten, dass man zwei Flaschen für die 5 Tage hat und dann sich davon zu ernähren. Genau, die sind ja schon fermentiert. Das ist jetzt noch gar nicht eigentlich fermentiert. Exakt. Jetzt brauche ich dann eben natürlich diesen Quark dazu. Den gebe ich eigentlich immer irgendwo rein, ja, weil eigentlich sehr viele Enzyme dabei sind. Richtig. Und das wollen wir eigentlich fördern. Ganz genau. Weil ohne Enzyme kann ich so viele Vitamine, Mineralien, Fette zu mir nehmen. Ist das eigentlich umsonst, ja. Richtig. So, da gebe ich auch einen Löffel. Das ist jetzt der fermentierte Cashewquark von dir aus dem Shop. Genau. Was ist da jetzt das Besondere? Richtig, da ist ein Bakterium drin, das nennt sich Narine. Dieses Narine-Bakterium wurde in der Sowjetunion intensiv erforscht und es gibt ganz viele Studien, die belegt haben, dass es quasi als Sonderelite-Einsatzkommando im Darm wirkt und die guten Bakterien fördert und das Überleben dieser Spezies unterstützt und die schlechten aussondert und abtötet. Und wenn man jeden Tag davon therapeutisch im Essen schon was verarbeitet, dann sind wir wie bei Hippokrates, der sagt, lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel. Also ich finde den super lecker. Ich muss sagen, ich esse den gerne einfach so aufs Brot. Ja. Also ich schmier den einfach aufs Brot drauf, mache mir dann noch so ein bisschen Gurke drauf oder einfach hier so ein bisschen Dill und eine Prise Salz, Pfeffer. Ist auch super lecker. Ja. Kann ich nur bestätigen. So, jetzt haben wir da etwas rein. Dann mixe ich da auch wieder nur ganz kurz, ja, dass hier einfach nur durchgemischt ist.
schon. Und schon ist er eigentlich soweit fertig. Man könnte ihn jetzt, ich brauche noch mal einen Löffel bitte. Mhm. Man könnte ihn jetzt eigentlich jetzt schon so weit genießen oder auch ohne den Kulturen, je nachdem man auch möchte. Er ist halt noch nicht ganz so gut verdaubar, weil dann halt auch die Probiotika sich nicht so viel entfaltet haben. Bei der Fermentation sind quasi die Bakterien, die jetzt drin sind, bauen sich aus oder bilden neue Kulturen, neue Stämme bilden sich, neue Völker entstehen. Also wir müssen uns wirklich global vorstellen, wie auf dem Planeten, je besser der bevölkert ist, desto mehr, sage ich mal, ja, desto mehr kann auch umgesetzt werden, auch in der Wirtschaft. Desto mehr kann gearbeitet werden, desto mehr kann getan werden. Und wir sind einfach leistungsfähiger. Genau, wir sind leistungsfähiger als Gesamtorganismus. Jetzt wurde ja herausgefunden, dass wir zu 9/10 aus Fremd-DNA bestehen. Was ist das denn, aus das wir eigentlich bestehen? Sind wir nicht ein Bakterienhaufen? Ja, wir sind ein reiner Bakterienhaufen aus so vielen Bakterien, dass wir das nicht einmal noch richtig wissen, aus was wir wirklich bestehen. Exakt. Ja, also man die sehr tiefe Wissenschaft eigentlich schon. Ja. Ja. Und aber ansonsten ist das bei den Menschen noch nicht so richtig angekommen, richtig, aus was wir wirklich bestehen. Ja. Wieso ist es bei der Fermentation so wichtig, dass genau das gleiche Milieu herrscht wie im Magen-Darm-Trakt? Das heißt dunkel, Ausschluss von Sauerstoff und leicht feucht. Wieso ist es wichtig, dass diese Produkte in diesem Zustand sind? Ja, weil durch die Wärme natürlich, es entfaltet sich auch alles, ja, und durch die Wärme, durch dieses ganze Spiel, durch die Feuchtigkeit entsteht ja erst Leben, exakt, ja, und so ist das dann eigentlich auch genauso. Also man sollte es jetzt nicht in den Kühlschrank stellen, sondern auch eher, ich lasse es draußen stehen, auch bei höheren Temperaturen, ja, also wirklich auch bei 26 Grad, genau, 27 Grad ist das eigentlich auch schon optimal. Überlegt euch einfach eins, wie ist es im Darm, wie ist das Milieu? Da ist es dunkel, da ist kein Sauerstoff und da ist es feucht. Und wenn ihr die Bakterien haben wollt, die hier was Gutes bewirken, dann müssen die in einem ähnlichen Milieu draußen gewachsen sein. Wenn ihr jetzt wildfremde Bakterien habt, die gar nicht unter den Bedingungen gewachsen sind, würden sie hier Chaos verursachen. Das heißt, wenn man Fermente im Licht stehen lässt, fangen die an zu brutzeln, schmecken säuerlich und dann sind da schlechte Kulturen drin. Mhm. Dunkel, leicht, also Körpertemperatur 37 bis 40 Grad, oder was willst du sagen? Genau, so. Ja? Ja. Und dann an einem ruhigen, dunklen Ort und schön in der Feuchtigkeit. Das heißt, wenn ihr Sauerkraut macht, nicht da drüben Luft dran lassen, sondern schön reinkneten, dass es in der Sud liegt. So wie die Jana es hier gemacht hat. Also das hier ist beispielhaft. Ja, ihr seht sogar die Sud. Die geht bis ganz oben. Dann ein Abschlussblatt drauf. Und dann kommt auch kein Sauerstoff drauf. Und dann noch beschwert. Und dann hier zugemacht, dass hier die Gase entweichen können, gell? Genau, richtig. So können die Gase raus, aber es kommt kein Sauerstoff rein. Exakt. Perfekt. Super. So schnell und einfach geht das. Probiert doch mal. Lass uns mal kosten. Genau. Den fertigen oder den? Nehmen wir den fertigen. Okay. Ja, aber der ist definitiv schon mal hier. Den zur Seite. Geht. Genau. Zum Gläser nehmen, ja. Jo. Ihr könnt auch natürlich andere Obstsorten nehmen. Hier sind jetzt Beeren. Ihr könnt Mangos nehmen, ihr könnt Äpfel nehmen. Ja, also das, was ihr eigentlich auch haben wollt. Ich nehme Beeren, weil sie eigentlich vom Fruchtzucker eigentlich optimal sind. Ja. Mhm. Seht ihr schon, wie stabil, muss, glaube ich, nochmal wirklich durchschütteln. Okay. Wie lange muss dieser fermentierte Quark jetzt wo stehen? Also auch 24 Stunden. Man kann ihn länger, je nach dem Säuregehalt, ja, wie man das auch möchte. Umso länger er steht, umso säuerlicher wird er natürlich. Ja. Ist die Säure gut oder schlecht? Ja, die ist optimal. Aber man sagt doch immer, Säuren sind nicht so gut, man sollte basisch sein. Ja, die Säure wird ja auch basisch verstoffwechselt. Richtig. Ja. Also unser Stoffwechsel funktioniert eigentlich sowieso säuerlich, basisch. Und in diesem Gleichgewicht sollte er eigentlich auch sein. Ja. Wow. Und hier habe ich eigentlich schon, was die Magensäure aufbaut, ja, was den Darm aufbaut. Und da ist die Säure optimal. Vor allem auf leeren Magen diese Säure einzugeben, ist ein sehr guter Start. Stimmt. Gut, wir haben noch einen leeren Magen. Auf die Gesundheit, auf euch. Ich glaube, ihr habt das Prinzip der Fermentation verstanden und könnt es auch bald genießen. Das ist ein richtiger Joghurt. Ja, du merkst die Säure. Ja. Der hat schon länger gezogen jetzt. Ja. Ne? Wie lange zieht der? Boah, der zieht jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen. Ja, extra für die Sendung vorbereitet. Ja, und ich sage ja, ich lasse den immer. Wichtig ist kein Sauerstoffzugang. Ja, und man kann den jetzt nochmal weiterverarbeiten. Ich könnte da jetzt wirklich nochmal Apfelstücke reingeben oder Mangostücke reingeben, den wieder verschließen und weiter fermentieren lassen. Also ich nähere diesen Nährboden, nähere ich einfach weiter und dann wird er eigentlich säuerlicher, ja, aber sehr kräftigend. Ja. Und wir brauchen eigentlich eher mehr Säure, weil das auch die Magensäure durchdringt, ja, und das ist eigentlich das Wichtige, weil oftmals haben wir Bakterien oder Joghurt, ja, das ist eigentlich schon wirklich, sind Leichen, ja, die kommen auch gar nicht, sind gar nicht stabil. Menschen sind auch teilweise so krank, dass das, was ankommt, ja, nichts ist. Ja. Sehr schön. Und ich könnte jetzt theoretisch auch, wenn ich jetzt den Joghurt gerade wie du zubereitet habe, könnte ich theoretisch auch einen Esslöffel von dem
damit rein. Könntest du auch. Exakt. Dann hätte ich auch wieder so einen Starterkorb. Ja, exakt. Genau. Da seht ihr, ihr könnt es aus eigener Initiative immer am Leben erhalten und habt einen ganz einfachen Zutaten. Cashews, Datteln, Mix mit ein paar Beeren. Das ist wie ein Smoothie und dann in IU gemacht innerhalb von ein paar Minuten mit einem Starter-Set, was man einmal kauft, ist, glaube ich, eine sehr praktikable Maßnahme. Ja, ja. Und immer weiter verarbeiten. Man braucht ja auch nicht so viel. Ja? Reicht schon so ein. Es reicht so ein Glas oder auch sogar schon die Hälfte. Bei dem Glas würde die Hälfte schon reichen. Ja, also und dann kann man immer weiter. Stabil. Ja, genau. Ja, super. Super. Ja, vielen lieben Dank, Daniel. Ja, das war wieder sehr aufschlussreich. Also man lernt immer dazu. Und ja, weiter bleibt geht's. Gesund. Mhm. Weiter geht's. Mhm. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.